Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute Don't Breathe im Steelbook. Und los geht's nach dem Intro. Viel Spaß! Ja, heute Don't Breathe im Steelbook. Ist kein exklusives, gibt es überall zu kaufen. Bekommt ihr hier bei Saturn, Mediamarkt oder Amazon. Kostet, glaube ich, so im Durchschnitt so 21 Euro. Ich habe es bei Saturn, da war ja mal diese 20% irgendwie und darum habe ich knapp 17 Euro und ein paar Zerquetsche dafür bezahlt. Wollte das erst wieder abbestellen, weil ich Ende des Monats oder Anfang Februar noch die Full-Slip-Version von Filmarena bekomme. Da ist ja dasselbe Steelbook enthalten, aber ich kenne den Film nicht, wollte ihn unbedingt gucken. Hab geguckt, die Emeray war auch, glaube ich, 16 oder knapp auch 17 Euro oder so. Und da habe ich gedacht, ach, behältst du das Steelbook. Ja, von daher. Ja, wie gesagt, Film habe ich noch nicht gesehen. Bin ganz gespannt drauf. Trailer sah sehr gut aus. Da kann man nichts sagen. So, haben wir hier natürlich wieder meinen Freund, den FSK-Sticker. Den können wir gleich mal abmachen hier. Na komm. So, jetzt kommt zur Sammlung. Ja. Wie gesagt, hier die J-Card. Sich dafür interessiert. Ja, Steelbook sieht schon mal ziemlich geil aus, muss ich sagen, von vorne. Die Augen vor allen Dingen haben es ziemlich cool gemacht. So in, ja, ist dieses Silber gehalten hier. Oder so, ja, Hochglanz gemacht, darum glänzen die so. Genau wie der Schriftzug. Ziemlich, also schön clean, also gefällt mir wirklich sehr, sehr gut, haben sie gut gemacht. Ja, machen wir ein bisschen hier noch so. Sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Rückseite sieht dann so aus, ist auch ziemlich cool. Auch schön clean, also gefällt mir wirklich sehr gut. Haben wir auch die Figuren in, sind, in Hochglanz. Und ich mag dieses Stil hier, so dieses Abgeschabte, also es sieht sehr, sehr geil aus, finde ich. Doch, haben sie cool gemacht. Das Bein haben wir Don't Breathe bloß zu stehen. So. Ja, auch okay. Unten bloß hier das Logo. So, mache ich das Ding mal auf. Haben wir denn hier? Also durchweg finde ich ein sehr schönes Steelbook doch. Sehr, sehr schön. So, Innenseite haben wir denn das Ganze so aus hier. Die Disc. Okay. Mal raus und dann hier ein Bild aus dem Film, wo ich sage, ja, ist okay, hätte man vielleicht, aber auch ich finde, hier wirkt das in Farbe jetzt überhaupt nicht so. Außen ist es ja ziemlich so einfarbig gehalten, dunkelgrau, und innen drin jetzt in Farbe, das passt jetzt irgendwie nicht so ganz, finde ich. Aber das hätte man in demselben Stil, finde ich, wie außen machen können. Aber ist okay. So, wie gesagt, haben wir hier die Disc. Ja, mal gucken. Film werde ich mir wahrscheinlich heute Abend angucken. Und wenn ich denn von Filmarena das Full Slip habe, dann gibt es mal, sage ich mal, wie mir der Film gefallen hat. Hier übrigens noch den Code, wem das interessiert oder wen den haben möchte, kann den hier haben. Ja. Ja, dann soll es das auch an dieser Stelle gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann. Ciao.